Android, dessen war das Point of View Tablet SVI 703D 8 GB Mobi. Vom ersten Eindruck her, wenn man es so auspackt, das ist ein bisschen minderwertig von der, vom Anfassen her. Es fühlt sich so nach Plastik an, ist aber halt Preiseinstiegsklasse. Das SVI arbeitet mit einem Android 4.1 Jelly Bean Betriebssystem, hat einen Cortex 8 Prozessor, up to 1,2 GHz und 8 GB internen Speicher und hat 512 MB DDR3 SD RAM Arbeitsspeicher. Aufgrund des Android 4.1 Betriebssystems ist die Menüführung wie gewohnt leicht verständlich und selbsterklärend. Was direkt auffällt, ist das kleine 7 Zoll Display. Das ist ein kapazitives 5-Point Multitouchscreen und hat leider nur eine Auflösung von 800x480. Das heißt, Videos in HD oder Full HD Komfort gucken ist bei diesem Tablet leider nicht möglich. Ja, und als Zubehör gibt es noch einen Adapter für den Micro USB 2.0, dass man auch einen normalen USB anschließen kann. Es ist noch, sind die Kopfhörer dabei für Musik hören. Integriertes Mikrofon hat das Tablet und eine leider ziemlich schwache 0,3 Megapixel Kamera. Es gibt in diesem Preissegment auch schon Tablets, die haben eine 5 Megapixel Kamera, also da haben sie wirklich ein bisschen sehr gespart. Ins Netz kann man mit dem schicken Teil gehen, einmal durch 3G-Sensor, das heißt, es ist auch mobiles Surfen möglich, was auch wiederum einige teurere Tablets nicht anbieten. Es hat auch eine Wi-Fi-Funktion, also WLAN 802.11bbn. Funktioniert super. Was ich da nur empfehlen würde, ist bei eurem WLAN-Router, bei diesem Tablet, den Kanal auf eine geringere Stufe zu setzen, also irgendwie Kanal 5 oder 6 oder 7. Wir haben jetzt Kanal 6, wir hatten vorher waren nur auf Kanal 13, das funktionierte nicht ganz so gut, er hat den Router nicht immer gefunden, jetzt funktioniert das einwandfrei. Generell von der Bedienung her ist das Display ein bisschen hakelig, es ist nicht ganz so komfortabel, wie man sich das vorstellt. Oder wie man das ganz gerne haben möchte, aber generell für die Preisklasse sage ich jetzt einfach mal, und für schmale Portemonnaie ist es ein schönes Einsteiger-Tablet. Ja, man kann sämtliche Internet, E-Mail, Facebook, YouTube, auch ein Video kann man doch schon gucken, auch wenn es nicht super Auflösung ist. Ja, also für die schmale Kasse und wer ein Einsteiger-Tablet sucht, ist das doch schon ist das doch empfehlenswert, kann man also mit arbeiten, man kann alles Notwendige damit machen. Ja, ich hoffe, dass der Vergleich oder der Test hat euch gefallen. Über einen Daumen hoch würden wir uns sehr freuen und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch abonnieren. Und wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, wir haben immer wieder Tests und alles, was uns so in den Kopf kommt, laden wir hier wieder hoch. Ja, ciao, dann bis zum nächsten Video.